Der Notruf einer besorgten Ehefrau erreicht Paul Richter und Stefan Sindera. Nicht nur der Mann der Melderin ist spurlos verschwunden, offenbar wurde auch noch eingebrochen. Schönen guten Morgen. Hallo. Sindera, mein Name, Kollege Richter. Hallo, ich bin ja Lehmann. Frau Lehmann. Ich habe Sie angerufen, mein Mann ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen und ich wollte schauen, ob er vielleicht hier ist. Und jetzt sehe ich, dass bei uns im Laden eingebrochen wurde. Also das ist Ihr gemeinsamer Laden? Genau. Waren Sie denn jetzt schon mal drinnen? Nein, ich habe nur gesehen, dass die Tür auf ist. Ich sehe, dass halt Sachen fehlen, aber ich habe mich noch nicht getraut reinzugehen. Das haben Sie aber von außen wahrgenommen, dass Sachen fehlen. Okay, dann eine Sache noch, bevor wir das betreten und Sie bitte draußen warten. Haben Sie von da drinnen irgendwelche Geräusche noch wahrgenommen? Von Personen, Stimmen etc.? Nein, ich habe nichts mitbekommen. Gut. Und Ihr Mann war jetzt die ganze Nacht nicht da? Ja, ich versuche schon die ganze Zeit, den zu erreichen. Wer war eigentlich morgens hier? Ich dachte, vielleicht ist er hier. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay, wir kommen dann gleich noch mal zu Ihnen. An der Tür des Handyladens sind deutliche Einbruchsspuren zu erkennen. Als die Beamten das Geschäft betreten, sind aus dem Büro Geräusche zu hören. Offenbar ist noch jemand vor Ort. Wer ist denn da? Lilly. Bist du ein Kind? Ja. Lilly, geh mal. Kannst du die Tür aufmachen von innen? Nein. Haben Sie den Schlüssel für diese Tür? Oh. Gehen Sie noch mal bitte einmal raus. Lilly, geh mal weg von der Tür, ja? Bist du allein da drin? Ich komme jetzt rein, ne? Warte, komm gerade. Hi! Was machst denn du hier? Ich wurde eingesperrt. Du wurdest eingesperrt? Aha. Und sonst war keiner mehr hier drin? Okay. Seit wann bist du denn hier drin, Mäuschen? Seit gestern. Seit gestern? Und wie bist du hier reingekommen, wenn ich dich fragen darf? Mich hat ein Mann genommen. Aha. Hallo. Hallo. Ich bin der Stefan. Ja, ich bin der Paul. Okay, Lilly. Du müsstest doch aber eigentlich jetzt in der Schule wahrscheinlich sein, oder? Oder im Kindergarten? Schule? Kennen Sie die junge Dame? Was machst du hier? Was ist hier los? Oh mein Gott. Kennen Sie sich? Ja, Lilly wohnt gegenüber. Die ist ganz oft bei uns im Laden. Hey, ja. Was machst du hier? Erzähl mal, was hier passiert ist, Lilly. Ein Mann hat mich genommen und hat mich hier rein und eingeschlossen. Und dann haben da zwei Männer, ich weiß nicht, geredet oder gestritten. Und ja. Zwei Männer? Also du hast zwei verschiedene Stimmen gehört. Und ich glaube, ich habe Anton gehört. Was? Wer ist denn Anton? Anton ist mein Mann. Anton ist Ihr Mann? Das heißt, Anton war halt nach dem Laden? Du hast wirklich, bist du sicher, du hast ihn gehört? Weißt du ungefähr, wie spät das war, als du hier reingekommen bist? Mm-mm. Weißt du nicht mehr. Aber war noch dunkel. Okay. Und wie hast du das beobachtet? Von wo hast du das alles gesehen? Von da drüben, von meinem Haus. Wohnst du da? Und dann konntest du nicht schlafen und hast du irgendwas gehört? Nee, und ich will Polizistin werden. Ach, du willst Polizistin werden? Und dann? Hast du gedacht, gehst du mal hier rum, gucken, was hier los ist, oder was? Ja. Aber das darfst du nicht machen, ne? Die 10-Jährige hat sich damit in große Gefahr gebracht. Paul Richter gibt die Informationen an die Leitstelle weiter. Dort liegt für das Mädchen bereits eine Vermisstenanzeige vor. Also ich denke mal, dass die Mami dich oder der Papa dich sucht. Das Papa mal was Arnold sagt. Und dann Lilly, wir wollen trotzdem mal gucken, ob wir die finden. Die haben mich ja immerhin hier eingesperrt, ne? Und da kannst du mir jetzt bei helfen, indem du mir vielleicht alles sagst, an was du dich noch erinnern kannst. Wenn der eine Herr dich eingeschlossen hat, weißt du, was wieder aussah, wie groß der etwa war, was der anhatte? Der war größer, also so schon groß, und der hatte eine Maske auf. Der hatte eine Maske. Du kannst das Gesicht gar nicht sehen? Nein. Okay. Und die Kleidung, welche Farbe hatte die Kleidung? Schwarz. War alles schwarz? Ja. Wie in so einem Kriminalfilm, ne? wo die alle ganz schwarz verkleidet sind. Okay. Das ist, glaube ich, ein ganz schreckliches Gefühl, morgens ins Kinderzimmer zu kommen und zu sehen, das eigene Kind ist nicht da. Da macht man sich auf die Suche. Wir hatten auf der Wache auch schon eine Vermisstenanzeige der Frau Lippert. Die war jetzt besorgt um ihre Tochter, hat wohl hier auch in näherer Umgebung selbstständig gesucht. Wir haben sie glücklicherweise mit sehr gutem Gesundheitszustand hier auffinden können. Und ich bin jetzt noch verwundert, wie pfiffig, wie aufgeweckt und wie absolut stressresistent dieses kleine Mädchen schon war. Also ich glaube, für die war das gar nichts Besonderes. Also für uns als erfahrene Beamte halt schon. Hast du das gemalt hier? Ja. Okay. Magst du Eichhörnchen? Ja, das ist mein Lieblingstier. Deine Lieblingstiere. Kannst du haben, kannst du mitnehmen. Danke. Zusammen? Aber ich habe auch einen auf dem LKW gesehen. Da war einer drauf. Auf dem LKW, wo du reingekommen bist, hier? Mhm.
Ein Eichhörnchen? Ja, und wie langweilig habe ich den gemacht. Moment, das Eichhörnchen war auf dem LKW? Ja, das habe ich mitgebracht. Wir haben einen Bekannten, der Tommy Eichhorn. Ja. Dem gehört der Schrottplatz. Und der hat so ein Eichhörnchen auf seinem Transporter als Logo. Der hat aber normalerweise nachts hier nicht zu suchen. Nein. Stehen Sie in irgendeiner geschäftlichen Beziehung? Nein, das ist einfach nur ein Bekannter von meinem Mann. Okay. Damit hat das Mädchen eine erste heiße Spur geliefert. Polizeioberkommissar Paul Richter bringt umgehend über die Leitstelle die Adresse des Schrotthändlers in Erfahrung. Der Kollege und ich, wir werden jetzt vermutlich da zu dem Schrottplatz mal einfach mal hinfahren, würde ich sagen, ne? Ja, also Frau Lehmann, Sie müssten Folgendes machen. Und Lili, du auch, weil du ja angehende Polizistin bist, würde ich dich bitten, hier einmal mit der Frau Lehmann zu warten, bis die Mama kommt. Die wird dich gleich abholen. Und gleichzeitig ist die Kriminalpolizei unterwegs. Paul Richter und Stefan Sindera müssen an der ermittelten Adresse nicht lange nach dem Transporter des Schrotthändlers suchen. Von ihm selbst jedoch fehlt jede Spur. So auf? Hier ist auf. Kein Zündschlüssel. Ja, Treffer. Komm mal rum. War teilweise ausgepackt, ne? Jetzt mal reingucken. Das sind sogar die hochwertigen. Ja, die hat ja nicht gesagt, was das war. Ja, ein paar tausend Euro haben wir hier. Komm mal gerade raus. Was ist los? Kommen Sie mal zu uns. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, natürlich. Guten Tag. Guten Tag, was passiert? Ja, ich wollte hier mein Auto verkaufen. Ja. So, der Schrott, mein Golf. Da bin ich ja auf den Schrottplatz gekommen. Ja. Ja, und da habe ich ein Handy gekauft. So, dann wollte ich damit halt wieder, ne? Sag mal, am Schrottplatz hier ein Handy gekauft? Ja, genau. Herr Seefeld. Quasi neues Smartphone. Ja. Ja, und da bin ich vom Schrottplatz gegangen und da kam mir ein Herr entgegen. So, da bin ich mit dem zusammengestoßen. Ja. Dann hat er mir ein komplettes Handy aus der Hand gerissen und hat es damit aus dem Staub gemacht. Dann hat ihn das Handy praktisch wieder weggenommen? Ja, genau. Ist ja nicht ein bisschen komisch vorgekommen, Herr Seefeld, dass Sie hier auf dem Schrottplatz ein Mobiltelefon kaufen? Das macht man eigentlich eher woanders. Ja, ich meine, ich habe das Angebot direkt angenommen, so. Ja. Wo haben Sie das Angebot denn her? Hier von dem Besitzer. Von dem Händler, oder was? Ja, natürlich, klar. Von der Leitstelle erfährt Paul Richter, dass der Mann bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. In der Zwischenzeit trifft die besorgte Ehefrau des Vermissten ein. Frau Lehmann. Haben Sie meinen Mann gefunden? Nee, noch nicht. Sie sollten eigentlich auch nicht hier sein, aber noch nicht wissen, was mit Ihrem Mann los ist, ne? Ich kriege sie einmal zurück. Dankeschön. Kann sein, dass sie mal Post bekommen wegen des Handys. Ne? Wir gucken mal, was war das für ein Gerät? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, so ein weißes, großes Smartphone. Okay. Ziemlich neu halt, ne? Ja. Wir gucken uns das mal an. Ich mache mal gerade den Wagen zu und dann suchen wir im Nahbereich mal ab, ob wir die. Also wir haben vermutlich, zeigen wir Ihnen gleich, hier den Lieferwagen von dem Herrn Eichhorn. Ja. Und da ist halt sehr viel Handymaterial und hier auch so Tablets. Gucken Sie sich das ruhig mal an. Während die Ehefrau das Diebesgut überprüft, ist aus dem Büro des Schrottplatzes plötzlich eine laute Auseinandersetzung zu hören. Die Beamten schreiten sofort ein. Sie bleiben da stehen, wo Sie sind. Hände hoch. Locker lassen, alles gut, alles Komm, gut. Ist gut, ist gut. Einmal die Hände da hinten. Beine auseinander. Gar nichts, Hände. Machen gar nichts. Wieso Sie jetzt? Bleiben Sie so stehen, wie Sie sind. Alles safe? Ja, ja. Und wo geht das hier? Das zeige ich Ihnen gleich. Gehen Sie mal da ran. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wer sind Sie denn? Ich bin der Tommy. Tommy was? Der Inhaber hier. Der Eichhorn. Deshalb ja. Weißt du, worum es geht? Ja. Eichhorn. Wenn man setzt keine Füße patent, dann läuft das jetzt mit den Handschellen, okay? Ja, klar. Eine falsche Bewegung, Sie liegen. Gar okay? Kein Problem, gar kein Problem. Okay. Dann kommen Sie. Ich will nämlich mal hier. Was ist los hier? Ja, was los? Ich sag Ihnen die Problematik. Wir haben gerade Ihren Lieferwagen gefunden. Ja. Und da sind vermutlich gestohlene Handys auf der Ladefläche. Es sei denn, Sie erklären mir, wie die da hingekommen sind. Die Handys. Handys, Tablets. Herr Eichhorn, wollen Sie was sagen oder wollen Sie nichts sagen? Sie sind voll euch festgenommen, hat schon das Thema erledigt. Ich habe nur die Fallen hier in die Hand. So, wer sind Sie denn? Ich bin hier nur Gast, ich wollte eigentlich gerade. Ich will wissen, wer Sie nicht, ob Sie hier Gast sind, ob Sie gehen wollen. Ich will wissen, wer Sie sind. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, wo ist der? In irgendeiner der Taschen. Dreht sich wieder an die Wand. Danke, danke. Genau, dann sind Sie leise. Der Schrotthändler mimt nach wie vor den Unwissenden. Schnell wird klar, bei dem zweiten Mann handelt es sich keinesfalls nur um einen Kunden, sondern um den Vermissten. So, Herr Lehmann, was machen Sie hier? Ich
Da hat mich mit Tommy unterhalten. Ich kenne mit Tommy unterhalten. Von mir. Also passen Sie mal auf. Wir haben Informationen, dass Sie sich heute schon im Laden, in seinem Laden gestritten haben. Da gab es eine Zeugin. Ein bisschen eskaliert. Ein kleines Mädchen wurde von einem von Ihnen beiden eingesperrt. Wer war das? Wir haben ein kleines Mädchen heute Morgen gesehen. Wer hat das Mädchen eingesperrt? War der Tommy. So, Herr Lehmann. Sie haben sich ja offensichtlich hier abgesprochen. Was machen Sie? Wo streiten Sie hier? Was ist hier los? Nee, ist. Ja, scheiße. Ja, Sie brauchen nichts sagen. Wenn Sie nichts sagen wollen, ist gut, dann schweigen Sie, alles klar. Dann sind Sie vorläufig festgenommen. Ich habe das nur gemacht, damit wir für unsere Tochter den Urlaub bezahlen können, weil anders geht es nicht mehr mit dem Arzt. Es geht einfach nicht mehr anders. Scheiße mit den Handys. Das ist was haben blöder Sie? Plan. Haben Sie doch schon gesagt, die Handy, es war getürkt. Was? Ja, der Handy, glaube ich. Ich habe es mit Tommy abgesprochen. Weil wir anders nicht. Wir hätten sonst mit Julia nicht in den Urlaub fahren können. Wir kriegen es doch nicht hin und die muss wegen ihrem Asthma. Es geht doch nicht anders. Aber was hätte ich denn sonst machen sollen? Du hättest doch mit mir reden können. Wo hätten wir denn das ganze Geld hernehmen sollen, wenn ich... Du kannst doch nicht deinen eigenen Laden ausrauben. Boah, kann man schon, ne? Also, wollen Sie das über die Versicherung anlaufen lassen oder was? Ja, das war der Plan. Was wollen Sie mit den hässlichen Handys machen? Die haben sie verkauft. Die wollten wir einfach der Versicherung melden, dass die weg sind und wollten die dann wieder für uns. Ja, aber hier kam uns einer entgegen gerade, der erzählte uns, er hätte hier ein Handy gekauft und dann ja, wäre eben einer weil der Tommy das leider falsch gemacht hat, böser Fehler und ihm das verkauft hat, weil man das sofort. Ja, weil man kann das sofort nachverfolgen. Ist der direkt weg oder nicht? Scheiße, nein. Ja. Natürlich. Ja, komm, sag am besten. Aber der Eichhorn, der will sich aber, glaube ich, öffnen. Also wenn wir da. Wie? Ja, das können Sie doch nicht sagen. Hallo, wie sind Sie denn drauf? Ich bin nicht eingebrochen, ja nichts. Er hat mir die Tür aufgeschlossen, habe ich einfach die Sachen rausgeholt. Und dann sollte das einfach so funktionieren. Aber nein, was weiß ich, was da für ein Kacke da macht. Was war das Ziel dahinter? Dass Sie die jetzt veräußern oder dass Sie die Versicherung dann nass machen? Oder was? Ich hätte sie hier veräußert, ja kein Thema, aber da könnte der Idiot das heißt, er hat sie da um Gefallen gebeten, er hat gesagt, ja. Mit den Handys richtig. Können sie machen, was sie wollen. Genau. Und er kriegt halt das Geld von der Versicherung. Genau. So lief das. So sollte das normal sein. Da kam ihnen ein kleines Mädchen in eine Quere oder was? Da ist die Türe vielleicht zugefallen irgendwo, keine Ahnung, weiß ja, ich nicht. Ja, sie haben ein kleines Mädchen, haben sie da eingeschlossen. Der Handyladenbesitzer muss sich wegen Freiheitsberaubung und Vortäuschens einer Straftat verantworten. Sein Kumpel bekommt Anzeigen wegen Mittäterschaft, Hehlerei und Betrug. Also passen Sie auf, aufgrund Ihrer Auffälligkeiten der Vergangenheit bzw. Ihres guten Verhaltens der Vergangenheit und dadurch, dass hier wirklich nichts weiteres passiert ist, sind Sie von uns erstmal entlassen. Ansonsten wären Sie jetzt in U-Haft gegangen. Das bedeutet, dass Sie so lange in Haft blieben, bis der Richter eine Haftstrafe festgelegt hat. Hören Sie mir zu. Das befreit Sie nicht von einer möglichen Bestrafung. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Herr Eichhorn, für Sie gilt das Gleiche. Sie bekommen Post, weil Sie Mist gebaut haben. Sie haben versucht, einen Versicherungsbetrug durchzuführen. Den konnten Sie nicht am Ende durchführen. Sie haben versucht, Diebesgut, letztendlich ist es ja Diebesgut, auch wenn es geplant war. Ich verstehe, was Sie sagen, aber trotz allem versucht man hier eine Versicherung zu betrügen. Und dann ist es offiziell erstmal Diebesgut. Und wenn Sie Diebesgut an andere verkaufen und das ohne Rechnung, ohne Quittung, dann laufen Sie leider Gefahr, von uns wegen Hehlerei beanzeigt zu werden. Das gleiche blüht dem jungen Mann, der bei Ihnen das Handy gekauft hat. Das nächste ist, dass Sie ein junges Mädchen eingesperrt haben. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Scheiße, ich weiß, das war. Dann hätten Sie das Ding abblasen sollen. Ah, wir machen das morgen nochmal. Hätten wir. Das ist die Tür zugefallen. Was soll ich machen? Ja, so, jetzt machen wir gar nichts mehr. Es sind von mir beide entlassen, beziehungsweise Sie gehen Ihren Tätigkeiten nach. Sie können von mir aus nach Hause fahren. Sehen Sie zu, dass Sie Ihren Briefkasten leer machen und fahren Sie nicht in Urlaub. Danke. Der Familienvater bereut die Tat zutiefst. Er hat den Kontakt zu dem Schrotthändler abgebrochen.